natürlich wesentlich mehr magischer Schaden. Ist jetzt zwar eine Zweihandwaffe, ist aber momentan nicht so tragisch. Im Moment können wir alles nehmen, was wir kriegen. Intelligenz immer noch besser wie unsere. Und Verteidigung. Sind natürlich doof. Eine Zweihandwaffe. Das wäre eine Einhandwaffe. Wird nur aber Weisheit verlieren. Gut, ist aber nicht allzu tragisch, da ich im Moment eher auf Einhand und Schild gehen möchte. Kaufen wir den Stein, das haben wir auch, können wir auch verkaufen, Steine können wir decken. Rezepte haben wir ja gesagt, können wir später immer noch sammeln. So. Jetzt war das Ganze aber schon sortiert. Ja, also Dailies, okay. Nur in die Höhle hin, ne? Pioniermine, genau. Okay, wir das mal machen. Jetzt haben wir sieben Ziele deine Updates. Keine Ahnung. Egal. Also, in der Höhle gibt es eh keine Monster. Okay, jetzt habe ich Fraps wieder auf 30 Frames runtergestellt. Hatte vorhin mal gelesen, man soll das auf 120 Frames hochstellen, damit wirklich keine Framesprünge drin sind, aber komischerweise jetzt, nachdem ich es auf 30 runtergesetzt habe, die Framerate variiert zwar ein bisschen, aber es stürzt lang nicht so heftig ab wie vorher. Also wir haben jetzt schon weit über 20 Minuten am Stück, wo haben wir zwar kurze Hänger drin gehabt, aber keine Abstürze. Also scheint es ja doch besser zu gehen. So, da schmeißen wir den mal noch raus. Da hast du deinen Todesstein. Ganz gefiltertes Wasser saufen. So, neuen Titel. Ah, siehst du. Hätten wir vorher zum Beispiel nicht gekriegt. Reiniger des Wassers. Sehr gut. So, hier gibt es ja nur noch Dailies jetzt zu holen. Das heißt, hier sind wir fertig. Also geht's weiter zu Helens Hof. Da noch eine Quest raushauen. Ach, da unten können wir auch noch eine raushauen. Okay. Jetzt hoffe ich nur, wir müssen nicht wieder unten reinrennen. Wieder in die Tagrunden. So, der zweite Heilzauber. Primär jetzt nur für den Druiden, klar. Für den Priester, aber ist egal. Können wir auf jeden Fall mitbenutzen. Wenn wir mit dem Priester unterwegs sind. So, warte mal, Heilung. Packen wir da rein. Ist dann sofort Heilzauber. So. Dann Skill noch ein bisschen hochhauen hier. Na, komm. So. So, kleine Sekunde. So. Ja, Gio, jetzt Unterstützung. Der hat wahrscheinlich schon eine Folge für uns. Oh ne, nicht mal. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt noch zu Helens Hof abgeben. Und dann haben wir es jetzt hoffentlich auch alles durch hier. Und dann können wir auch... Eben dachte ich schon wieder hier. Oh je, Mine. Loga wieder drei neue Quests. Seveda Wald wieder eine. Mondklamm wieder eine. Ach, hey. Aber wie gesagt, machen wir alle mit. Haben wir gesagt, haben wir uns festgelegt, wenn man alle Quests durch. So. Goblin war erledigt, den Hofverkauf. So. Eine Bedingung zum Verkauf des Hofs. Bauer von Maitres Hof. Der war doch hier irgendwo in der Nähe. Ich erinnere mich. Huch. Der ist hier irgendwo in der Nähe rumgestanden. Da ist er. So. Böser Landwirt von Maitres Hof. Ja, oder so. Kann man böse sein, so viel er will, ne? So. Und hepp. So, erledigt. Der wäre weggemörsert. Ich freue mich schon auf die Farmfolge, muss ich ganz ehrlich sagen. Freue ich mich schon riesig drauf. So, auch keine Folge. Sehr gut. Tja, können wir jetzt endlich nach Loga. Ja, noch ein paar Quests mitgenommen, direkt Level 6, 6,5 sogar schon.
Komme ich mit dem Priester auch schon ein ganzes Stückchen vorwärts. Gefällt mir sehr gut. So. Und damit ein erneutes herzlich willkommen in Loga. So. Wir machen dann nochmal. Jetzt mal die ganzen Quests hier sammeln und dann gehen wir mal gucken. So, Versteckspielchen. Na denn. So, jetzt müssen wir Davies aber holen können. Genau. Sind aber nicht die, wo wir noch haben. Genug für 7 Mal, genau. Level 10, Level. Ach, müssen wir jetzt wirklich Level 10 sein dafür? Oder Level 8 zumindest, weil das konnte man, hätten wir ja auch schon eine 8er annehmen können. Jetzt gehen wir erstmal ins Haus, ein bisschen Platz im Inventar schaffen und auch mal Equip anlegen jetzt. Was wir jetzt extra die ganze Zeit aufgehoben haben. Gefarmt haben wir ja nichts. So, Bank öffnen. Zack, zack. Schwert. So, können wir natürlich jetzt mit anfangen. So, da haben wir noch 2 Runen. Ja, siehst du, da haben wir schon mal eine Rüstung. Eine Halskette. Hat mir nicht noch irgendwas? So, können wir auch erstmal verkaufen. Können wir später immer noch machen dann. So. Wir hatten noch irgendwas? Nö, scheinbar nicht. Okay. So, Charakter. Wir sind auf dem Priester-Equip, genau. Eine Halskette, eine bessere Rüstung, so. Schon nochmal ein bisschen mehr Life, ein bisschen mehr Rüssi. Da hat man Apfel reingelegt. Gut. Okay, dann können wir mal noch 2 Level hochdreschen und dann können wir die Dailies rausschmeißen. Vielleicht können wir jetzt hier noch nebenher ein paar Dailies farmen, müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Beziehungsweise wo wir vorbeikommen. BZW, was für Quests wir jetzt noch kriegen überhaupt? Das ist ja natürlich die andere Frage. So, Agnes Problem. Ach, Laufquests, ich liebe sie. So. Und wieder ein neuer Titel, sehr schön. Okay, die erzählt da nur. Jetzt haben wir da eine abzugeben, da noch eine zu holen. Komm mal gucken. Das Zeug können wir mal noch schnell rausschmeißen. Was wir weg haben, haben wir weg. Haben wir wieder ein bisschen Platz. So. Weg damit, weg damit, weg, 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 weg. So. Ruckzuck mal ein bisschen Platz geschaffen und weiter geht's. Ab aufs Mount. Jetzt gehen wir erstmal nach Mondklamm, da wir da nur eine Quest haben im Moment. Ich hoffe, es werden auch nicht mehr. So. Schauen wir mal. Ach, da können wir noch eine abgeben. Wird mir gar nicht angezeigt. Guck mal, sehe ich gar nicht auf der Map. Ah, okay. So. Jetzt haben wir da vorne 2 Quests. Auch gut. Ach guck mal, vom Kürbiskopf kriegen wir nochmal eine. Ah, siehste. Ich kannte doch die Quest. Können wir noch eine abgeben? Hä? Können die noch eine... Ach, Holztruhe. Steckt sie in der Kiste hier. So. Findet und beseitigt die Quelle von seltsamen Geräuschen. Hungriger Craze. In Mondklamm, das heißt, da müssen wir dann rein. Okay. So, Race-Spielzeug. Und Molchflüssigkeit müssen wir sammeln. Gut. Achso, warte mal. Wir sollten wieder wechseln. So zwecks Stärke und so. Ich darf hier sonst zu sehr auf die Schnauze kriegen.
Game immer noch sehr gute Erfahrung. Sehr gut. Gibt immer noch Good Points. Das ist so. Multiflüssigkeit bringen wir natürlich schnell zusammen. Mit dem Spielzeug, das wird sich wahrscheinlich wieder ein Weilchen ziehen. Müssen wir mal gucken. So. Also das mit den farbigen Folgen habe ich mir jetzt dann überlegt, wie ich das handhaben werde. Mit der Geschwindigkeit, das müssen wir, wie gesagt, müssen wir noch gucken. Aber wegen der Folgen, wegen dem Sammeln an sich, ich werde auf jeden Fall versuchen, es zu vermeiden, mich mit den Monstern anzulegen. Sollte mich natürlich eins attacken, wird es trotzdem gekloppt. Also ich fange ja nicht an, da stundenlang wegzurennen oder sonst irgendwas. Das wird dann kurzerhand, warte mal, jetzt haben wir den ersten Skill, ja. Das wird dann einfach kurzerhand weggesammelt und gut ist. Da mache ich gar nicht groß rum. Weil sonst bin ich schon eine halbe Stunde nur am Ausweichen. Ich suche mir natürlich Gebiete raus, wo nur neutrale Gegner sind, beziehungsweise wir eben nicht so viele Gegner haben, dass man den auch ausweichen könnte. Wenn sich das aber nicht ergibt, dann ja, werden sie umgehustet und gut ist. So, zieht es nicht. Ach, jetzt geht das schon wieder los. Ich stehe direkt davor und da sieht es nicht. Glaubst du das selber nicht hier? Ziel ist nicht zu sehen. Ziel ist nicht zu sehen. Ey, das gibt's gar nicht. Ich stehe ihm direkt in den Füßen. Egal. So. Dann fehlt mir das dämliche Spielzeug jetzt hier. Race-Spielzeug. Ah, Ziel ist wieder nicht zu sehen. Natürlich. Sollte so anders sein. Also mit der Zeit ist das doch ein bisschen nervtöten. So, pam. Na komm, wegen 4 Punkten. Stirb doch einfach, mach's nicht so kompliziert. So. Ach, den sehen wir jetzt aber auf einmal. Ah, Race-Spielzeug. Na, natürlich gleich zweimal. Ey, verarsch mich doch, das ist da. So, weg damit. Weiter geht's. Achso, die haben wir ja schon komplett. Brauchen wir ja gar nicht mehr. Naja, egal. Einfach aus Prinzip nochmal umgesammelt. So. Hier haben wir jetzt nur Molche. Egal. So. Die knocken wir jetzt einfach aus Prinzip weg. Da das alles EP und TP gibt, die können wir alles brauchen. Die lassen auch Items fallen, können wir alles brauchen. Siehst du, 5 Gildenruhen. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. So, gefräßiger Karl. Oder guck mal, da ist ja der Boss. Aber den kriegen wir nicht gedroschen. Mit Magier vielleicht, jetzt mit den Heilskills, aber so kriegen wir den nicht gedroschen. Aber der ist eh nur für die Daily gut. Okay, jetzt kommen 3 auf einmal. Haben wir schöne Zauber schon dabei, womit wir uns helfen können. Daran sollte es jetzt nicht scheitern. So, ach, wir sind direkt Stufe 18, 2 Level höher schon. Deswegen hat nicht so viel aus. So, zacki, zacki. Wunderbar. So, das ist der gefräßige Kater, der das weiß. Die Quelle der Störgeräusche, wo soll die denn sein? Ja, oder Karl wird nicht sein, oder? Hungriger Craze. Oder ist er auch in der Ini drin? Hier gibt es nämlich auch so eine Low-Ini, nenne ich sie jetzt mal. Kann natürlich sein, dass er da drin sitzt. Weiß ich jetzt nicht. Aber da kommen wir mit dem Priester wirklich nicht weit. Da müssen wir dann Menschen auf den Magier switchen. Mal gucken. Die Quest können wir ja immer noch nachholen. Auch die 3 Gesucht-Quests, die können wir ja noch, müssen wir ja noch nachholen. Da ich ja gesagt habe, ich will jede Quest wenigstens einmal durchmachen. Und wir haben uns auch die Quest mit den Fungussen gegeben. Wo wir... wo wir... Die... sagt mir, das mit den Fungussen, die Seilquest da